muss den Kollegen mit dem Mikro mal ein bisschen in die Ecke schieben, sonst gibt es hier wieder Störungen. Ja, ihr habt ja gerade den Trailer gesehen und das ist ja im Grunde das, wofür die Gilde auch steht. Der Traum des einfachen Handwerkers, der es schafft, sich hochzuarbeiten, in die Stadt zu gelangen, dort Fuß zu fassen, ein Händler zu werden und eines Tages vielleicht sogar in Amt und Würden zu gelangen. In Amt und Würden ist mein Kollege schon längst. Heinrich Meyer, Producer von Die Gilde, ist hier bei mir. Hallo Heinrich. Hi. Ja, meine Kurzzusammenfassung war vielleicht ein bisschen knapp. Es gibt ja sicher noch ein paar Leute, die gar nicht genau wissen, was Die Gilde überhaupt ist. Kannst du vielleicht ein paar Takte dazu erzählen? Kann ich das? Ja, Die Gilde ist eine gute Mischung aus einer Wirtschaftssimulation, einem Strategiespiel und einem Rollenspiel. Im Spätmittelalter, in Mittel- und Nordeuropa. Man übernimmt die Rolle von einer Person in der Stadt. Das ist kein Spiel, wo man die Stadt selbst aufbaut, sondern ein Teil davon ist. Und das Ziel ist es, eine Familie zu gründen, eine Dynastie zu gründen, die über mehrere Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte existiert, die höchsten Ämter und Würden der Stadt zu erreichen, die meisten Macht, den meisten Einfluss, das meiste Geld natürlich, und dann der Konkurrenz fertig zu machen. Und man beginnt seine Karriere aber ganz unten. Sprich als einer von Handwerksberufen, vielen Handwerksberufen oder noch andere Pfade kann man einschlagen. In die Gilde 3 gehen wir einen neuen Weg, den es in Gilde 1 und 2 bisher nicht gegeben hat. Und zwar starten wir als armer kleiner Schlucker auf einem Dorf mit ein paar wenigen Fähigkeiten und den Rest muss man sich daran erarbeiten. Und ja, man kann nicht nur als Handwerker beginnen, sondern auch als Müller oder als Kräuterkundler oder als Gauner. Also, ein Müller hätte ich jetzt dort im Handwerk zugeordnet, aber mein Gauner ist schon ein anderer Pfad. Ja, es ist ein Handwerk, aber das gehört jetzt mal der Nachwuchsverfolgung. Und nach dem Beispiel jetzt, wie viele verschiedene Berufszweige zur Auswahl gibt es? 16. 16. Was ist deine Favorit? Das, was ich am häufigsten während meiner Tests spiele, ist natürlich der Handwerker, weil der ja am einfachsten zu spielen ist. Aber mein Favorit ist natürlich der Räuber und der Dienst. Mit Handwerker meinst du jemand, der als Tischler tätig ist oder Schmied oder was stellen wir unter Handwerker generell vor? Der Handwerker ist der Tischler, der Schmied, der Steinmetz, aber auch der Schneider. Wir haben noch einen neuen Beruf hinzugefügt, das ist der Grobhandwerker, mit dem beginnt man auf jeden Fall. Aber wir sind ja bei Gilde 3 jetzt in der Berufswahl nicht mehr festgelegt, richtig? Korrekt, diesmal sind wir nicht festgelegt. Diesmal haben wir einen großen Talentbaum, aus dem wir uns einzelne Skills oder Talente rausgehen und kaufen können. Das heißt, man kann theoretisch schon von Anfang an, wenn man als Handwerker startet, sich bereits Talente oder Skills von anderen Farben kaufen und lernen. Wie kann ich mir diese ganzen Talente freischalten? Wie sammle ich da Erfahrungspunkte? Egal, was du in die Gilde 3 tust, du wirst Erfahrungspunkte sammeln. Diese Erfahrungspunkte kriegst du, wenn du Dinge produzierst natürlich, aber auch wenn du mit jemandem kämpfst, mit jemandem redest. Also bis auf Laufen, in der Welt sich fortbewegen, gibt eigentlich alles Erfahrungspunkte. Und je mehr Erfahrungspunkte du angesammelt hast, desto höher wird dein Titel werden. Das ist eine Art Stufensystem diesmal. Und wie in Gilde 1 und 2 schaltet jeder Titel einzelne Privilegien frei. Das heißt, im Laufe der Zeit wirst du immer mehr Möglichkeiten bekommen. Und natürlich brauchst du dir für die Erfahrungspunkte aus Skills. Du hast ja gesagt, ich kann kämpfen, ich kann reden, heißt also, und die Gilde sind ja auch nicht so der über allem schwebende Gott, der einfach alles kontrolliert, sondern wir haben auch unser alter Ego, was wir wirklich durch die Stadt jagen. Korrekt. Wir haben einen Avatar, nicht wie die Gilde zwei, drei Stück. Mit diesem einen Avatar werden wir in seiner Lebenszeit spielen. Und irgendwann, wenn er natürlich zu alt ist oder auf anderen Wegen nicht mehr spielen kann oder zum Beispiel nicht mehr lebt, dann spielen wir mit dem Erben weiter natürlich. Und diese Interaktion, die du eben angesprochen hast, so reden, kämpfen, warum mache ich das eigentlich? Warum rede ich mit Leuten? Was bringt das? Naja, du redest mit Leuten, du gibst Leuten Geschenke oder bestichst sie, weil du diesen Gunst beeinflussen willst, die selbst manche von den Leuten sind, wichtige Amtsträger beispielsweise, wenn du etwas haben möchtest. Andere sind einfache Bürger der Stadt und diesmal wird es in Gilde 3 auch wichtig sein, wie angesehen du in der Stadt selbst bist. Wir haben die Stadt in mehrere Stadtteile unterteilt, das heißt zum Beispiel Altstadt, das Marktviertel, das Hafenviertel, es gibt sehr viele Viertel oder Stadtteile und bei denen kannst du unterschiedlich beliebt oder verhasst sein. Und wenn du in einem Stadtteil beliebt bist, dann arbeiten die Leute in dem Stadtteil effektiver für dich und wenn es um eine Amtswahl geht oder du vor Gericht stehst, ist die Meinung des Volkes diesmal auch viel wichtiger als je zuvor. Und du
die Gunst des Volkes ist natürlich auch sicherlich dann wichtig, wenn ich selber mir ein Amt aneignen möchte. Nee, du darfst es nicht vergessen. Wir sind zwar zu Beginn der Renaissance, aber das ist immer noch keine Demokratie. Das heißt, der Entscheider entscheidet immer. Allerdings wird er schon eher darauf gucken, was die Bevölkerung über dich denkt. Wenn sie dich hasst, dann wird er vielleicht gegen dich entscheiden, höchstwahrscheinlich. Gibt sie dich, dann wird er vielleicht eher nach deinem Sinn entscheiden. Das heißt also, wenn ich ein Amt anstrebe, muss ich mich erst mit denjenigen gutstellen, die dieses Amt auch vergeben. Das solltest du tun, ja. Sonst wirst du kaum eine Chance haben, das zu bekommen. Oder irgendwas Böses gegen sie in der Hand haben, dass sie mich quasi ändern müssen. Selbstverfeindlich, natürlich. Also sprich, Intrigen und dunkle Hinterzimmergeschäfte sind durchaus ein großer Bestandteil. Seit jeher und natürlich auch diesmal hier. Wobei ich diesmal noch hinzufügen möchte, dass wir den Titeln bzw. den Ämtern in der Stadt viel mehr Gewalt und Macht geben als vorher. Und zwar gab es vorher in der Regel immer nur ein einziges Richteramt. Diesmal ist es so, dass jeder einzelne Ankläger über bestimmte Gesetze entscheidet. Wenn du allerdings, also wenn du zum Beispiel Taschendieb bist oder erwischt wirst, dann wird es eine bestimmte Amtskammer sein, die über dich richtet. Bist du ein Mörder, wird es eine andere Amtskammer sein. Das heißt, egal welches Amt du bekleidest, du wirst immer ein Richter sein. Wie hoch kann ich auf dieser Amtsleiter kommen? Wenn ich irgendwann König vielleicht oder sowas? König direkt wirst du nicht. Na gut, das kommt auf die Karte an, aber können wir mal umplanen. Innerhalb der Stadt ist das höchste Amt der Bürgermeister. Zumindest in den Karten, die wir gebaut haben. Ich kann sagen, dass andere Spieler andere Karten bauen. Bei uns ist es der Bürgermeister. Und über den Bürgermeister gibt es in der Stadt eigentlich nichts, aber es gibt den Landesherrn, der über die Karte an sich gemietet. Er macht landesweite Gesetze, hat noch Hausgruppen zur Verfügung, ist also ein bisschen kampfkräftiger. Und über dem Landesherrn gibt es einen Monarchen, zu dem muss man sich auch gut stellen, der wird allerdings nicht bespielt, der ist rein fiktiv. Wie stelle ich mich gut mit einem Monarchen? Schicke ich dir ein teures Geschenk oder was war das? Ja, es gibt eine gute Verleitung zur Familie an sich. In jeder 1 und 2 gab es, aber es gibt seit jeher die Möglichkeit, natürlich mehrere Kinder zu haben. Wichtig ist übrigens nur ein Kind und sein Erbe. Die beschützt man und seine Stärken stellt man ab und zu. Geht man zur Schule, zur Universität, den hütet und pflegt man, damit er irgendein Geschäft übernehmen kann. Was mache ich aber mit den restlichen Kindern? Das war immer ein Problem in der Kirche bisher. Diesmal haben wir uns überlegt, du kannst ein Kind auf Fernreise schicken, in Fernafrika beispielsweise, um Elfenbein zu besorgen. Oder sagen, okay, so, man ist mein Zweitgeborener, ich brauche dich nicht wirklich, aber geh mal für mich in den Stadtrat und eine Stimme für mich. Ich kann dich nicht kontrollieren oder steuern oder wie immer für mich stimmen, weil er loyal ist. Oder ich schicke dein Buch des Monarchen, um eine Bestimmung für mich zu machen. Aber die Kinder sind immer loyal zum Vater. Wir sind diesmal immer loyal. Sehr gut. Also gut erzogen sein, ja? Ja. Gut. Mit diesen Expeditionen, die du gerade angesprochen hast, die Aufgabe automatisiert. Also ich dachte, du gehst nach Afrika, dann ist er weg und 3 Jahre später kommt er wieder mit Glück. Oder er kommt nicht wieder, ja. Okay. Aber es ist nicht so, dass du auswählst, wo er hinfährt. Du wirst einfach auswählen können, er soll jetzt mal eine Überseereise machen oder er soll in ferne Länder reisen, außerhalb von Europa. Und dann bringt er dann sagen, dass er gute Artefakte findet, die sehr wichtig für uns sind oder sehr wichtig sein können. Oder auch exotische Güter. Sein Elfenbein habe ich erwähnt, es kann auch teurer Wein sein. Es kann vieles sein. Und du bist ja in der Regel, deine Dynastie, deine Familie ist nicht die einzige in der Stadt, die da um Einfluss poolt. Wie viele gibt es denn in so einer Stadt? Je nach Karte bis zu 32. Um mal die Überleitung zum Multiplayer zu finden, der vielen Leuten sehr wichtig ist. Bis zu 16 menschliche Spieler im Multiplayer und dann braucht man mal 16 Einwohner. Also Multiplayer heißt dann, ich kann im LAN spielen, im Local Area Network oder im Internet? Ja, beides. Du kannst sowohl als auch spielen. Und auch gemixt. Das heißt, Leute aus deinem LAN könnten auch mit Leuten aus dem Internet zusammen spielen. Das ist auch unabhängig von der Plattform. Also ob es jetzt Steam ist, eine Boxfolge oder was auch immer. Na gut. Und dann gibt es da diverse Möglichkeiten, miteinander, gegeneinander zu spielen. Kann ich so offizielle Allianzen schließen quasi oder muss man das einfach untereinander ausmachen? Selbstverständlich kannst du Allianzen schließen. Du kannst dich mit jedem alliieren oder auch mit jedem in Fehde befinden. Das ist ganz einfach möglich. Es gibt dabei noch eine Ausnahme. Etwas, was wir neu hinzufügen in der Gildenreihe, sind Gesellschaften. Das sind Bekannte wie die Gilde der Schmiede beispielsweise oder die Freimaurer. Das sind aber auch Geheimgesellschaften wie die Schmiedesgilde oder die Illuminaten ähnliche Typen. Auch die Inquisition ist eine Gesellschaft. Bis zu 5 davon können in einer Karte sein. Und irgendwann im Laufe des Spiels, wenn du schon große Macht und Einfluss hast, kommt dann so eine Gesellschaft auf dich zu und fragt, ob du ihr beitreten möchtest. Und dann wirst du sehen, dass vielleicht dein bester Freund, mit dem du schon alliiert bist seit vielen, vielen Jahren, der Nachbardynastie ist, bist dann vielleicht die Anführer der Liebesgilde und du bist auf einmal Mitglied der Spielegilde.
und die sind definitiv verfeindet und dann geht der Kampf für dich los. Und dabei ist egal, ob du privilegiert warst oder nicht, die Gesellschaft sagt dir, wen du zu lieben hast und wen nicht. Aber es gibt den großen Vorteil. Hast du gerade gesagt, die Gesellschaften kommen auf mich zu? Gibt es da bestimmte Kriterien? Also wenn ich 1 Million Taler gesammelt habe oder wenn ich 50 Leute am Monat habe, wann kommen die zu mir? Das kommt auf die Gesellschaft an. Egal was du tust, das wird es gibt Wesenszüge, die dann in der Industrie zugeordnet sind, auch jeder anderen Industrie, die man auch einsehen kann. Wenn du dich rechtschaffen verhältst oder auch Gesetzesbrecher bist, wird das vermerkt. Das ist eine Skala, die jetzt sehr gut oder schlecht ist. Und wenn du dich rechtschaffen verhältst, ist die Skala auf der guten Seite, du verhältst dich krimineller als hier auf der anderen Seite. Für jedes Gilde wird sich kein Rechtschaffen abgeben wollen. Ich habe noch viel zu den Gesellschaften. Ich wollte noch mal ein bisschen zu Spielwelt, Anführungszeichen, fragen. Was haben wir denn alles so an Locations, an Städten, an Orten im Spiel drin? Wir werden das Spiel mit 12 Karten, 12 Szenario-Karten ausliefern. Ein Teil davon wird sich im Heiligen Römischen Reich befinden, ein Teil davon in England, in Frankreich. Wir haben Karten in Polen, wir haben welche in Böhmen, wir haben auch welche in der Kalmarer Region. Das wird Wissen sein, die Landesinsel. Insgesamt werden es 12 sein. Davon teilweise Karten, die relativ klein sind, die Magdeburg-Karte beispielsweise, aber auch Karten in mehreren Städten, die Hansekarte beispielsweise. Und hoffentlich haben wir auch Köln. Kein Kommentar. Das willst du irgendwie nicht beantworten. Ich habe gestern schon gefragt. Nein. Was hast du gegen Köln? Ich habe überhaupt nichts gegen Köln. Hast du was für Köln? Das war eine Überleitung, oder? Das war ein Punkt für dich, okay. Wir haben doch eine ganze Menge für Köln. Ja, wir haben eine ganze Menge für Köln. Sehr gut. Das ist ein gutes Stichwort. Ja, während du mal auspackst, kann ich ja schon mal erzählen, die Gilde 3, hier oben steckt noch schön coming soon. Wir haben es ja gestern schon bekannt gegeben, die Gilde 3 kommt am 26. September diesen Jahres in den Early Access auf Steam. Und Heinrich, jetzt habe ich dich weiter überrumpeln können. Early Access, warum? Weil wir, weil die Community von die Gilde schon seit vielen, vielen Jahren sehr groß und sehr stark ist, wir immer sehr viele Ideen von der Community bekommen haben. Aber da wir schon so lange verschieben mussten, oder auch verschoben haben, Mensch, das ist auch ein schwieriges Wort, oder? Wollen wir jetzt der Community Gelegenheit geben, einfach mal mit sich das anzuschauen und zu sagen, was wir noch verbessern können, uns natürlich ein bisschen unter die Arme zu greifen. Du hast es eben auch schon so ein bisschen anklingen lassen, als du sagst, naja, wir machen 12 Szenario-Karten. Wer macht denn die anderen Karten dann? Wir werden nächstes Jahr, höchstwahrscheinlich nächstes Jahr, unseren Szenario-Editor mitgelesen. Vielleicht nicht unbedingt zum Start des Spiels an sich, aber wir werden die Sicherheit ausliefern und damit können wir nicht nur Karten bauen, also eine Heimatstadt beispielsweise Köln nachbauen, sondern auch das komplette Szenario bestimmen. Das heißt, welche Titel wird es geben, welche Ämter wird es geben, was sind die Privilegien, wie sind die Produktpaletten, man wird sogar eigene Berufe finden und einbauen können. Also das komplette Szenario. Super, also sprich, wer sich für Modding interessiert, wird dann bei der Gilde 3 eine ganze Menge einstellen können. Genau, richtig. Super. Gut, ich denke, wir sind langsam unserer Präsentation hier durch. Wir würden noch gerne ein paar Fragen beantworten, wenn ihr welche habt. Eine haben wir schon mal. Vielleicht kommt noch mal ein Assistent geflitzt, der das Mikrofon rumträgt. Schauen wir mal. Nee. In der Vergangenheit war ich immer bei der Gilde 1 zumindest ein Riesenfreund von der Kirche, weil so Ablassbriefe waren immer sehr erträglich. Wie schaut es denn aus insgesamt mit der Kirche und auch, man konnte ja in Gilde 1 noch bis zum Papst hocken, ist das auch noch möglich oder wurde ein bisschen reduziert im Vergleich zu früher? Also zumindest beim Grundspiel wirst du nicht Papst werden können, ganz sicher. Es gibt die Kirche noch definitiv und wie du hier auch siehst, es gibt die Kirche, es ist zwar immer noch ein Work in Progress, aber so eine Art wird er aussehen. Du wirst die Kirche diesmal zumindest in unserer Version des Spiels nicht spielen können. Es gibt da verschiedenste Gründe, die ich jetzt auch nicht so weit erwähne. Wenn du Zeit hast, fragst du mich einfach nach der Präsentation nochmal rum. Aber alle Features mit der Kirche sowie alle Artefakte sind weiter im System präsent. Das heißt, ich kann nicht Bischof werden? Nein. Sollst du das gerne werden? Naja, ich hätte dann die nächste Frage, wenn du ja gesagt hättest, wäre gewesen, wie geht es damit in Nachkommen? Aber gut, dann können wir jetzt die Frage erst mal. Okay. Gut, habt ihr noch Fragen? Hände hoch, traut euch. Ja, super, wir haben Weihnachtsmann, wir haben Goodies. Heinrich, was haben wir für Goodies? Ich habe noch das Warenlager, was ich selbst noch hatte, geplündert. Ich habe jetzt 3 Kartenspiele mitgebracht und 4-mal die Complete Edition. Ohne Gilde 3 allerdings. Auf PC. Sehr gut.
Oh mein Gott, du hast ja gestern schon schön angefangen, dass ich stelle auch ein paar Fragen dazu ans Publikum, damit wir auch prüfen können, ob ihr auch gut zugehört habt, was wir gerade so erzählt haben. Hast du eine Frage für die Leute, die was gewinnen? Wer möchte überhaupt was gewinnen jetzt? Da steht doch schon ein paar. Also, okay, gut, dann könnt ihr das schon mal ein bisschen näher, die was kriegen wollen, damit es nicht so weit ist gleich. Okay, gut. Gibt es... was fragst du denn am besten? Du hast eine Idee, dass ich frag mal gut zuerst. Gibt es Kühe in die Welt? Das war eine sehr doofe Frage. Natürlich gibt es Kühe. Es gibt auch einen Schlachter als Büro. Ja, also, gibt es auch Kühe mehr. Es gibt auch Hähne. Also, wer zuerst ja gesagt? Das funktioniert immer. Sehr dann verteilst du die jetzt. So. Ich verteile, gut. Also, kriegst du einmal eins? So, nächste Frage machen wir jetzt mal ein bisschen schwieriger. Wie viele Berufe gibt es bei dir gerade? Aber er zuerst. Sehr gut. Du? Ja, mach du, du bist ja, schön im Flow heute. Ich bin schön im Flow, ich heiße ja auch schön. Gut, Erscheinungsdatum, Early Access? Was? Ja, sehr gut. So, eins kann man werfen, oder? Ja, werf mal ruhig eins. Echt? Schön weiter. Dann werf das andere mal in die Richtung. In die Richtung? Ja, ja. Da musst du hin, ja, sehr gut. So, ein Kartenspieler noch, das werfen wir nicht, das verletzt. Ja, das tut weh. Genau. Komm. Du. Okay. Ich. Ja. Okay, gut. wisst ihr, wann die Entwicklung von den Gilded angefangen hat? Er hat recht. Der war, du warst das, ne? Ja, leider, aber ja. Das ist ein Garten. Aus der Collector's Edition. Aus der Collector's Edition, genau. So, einen Gilde habe ich noch. Die letzte Frage. Die allerletzte Frage ist. Gut. Seid ihr gut drauf? Du bist Kölner, du kannst viel besser. Das ist ein Ja? Also. Super, dann sage ich vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. Einen Applaus bitte für Heinrich, den Producer von der Gilde. Dankeschön. Bei uns geht es um 13 Uhr weiter mit Elex von Piranha Bytes. Ich hoffe, ich sehe alle wieder noch ein paar her. Ansonsten bitte versucht unsere Spiele aus. Überall die Anspielstationen. Gerade bei Gilde muss man ein bisschen...